Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wahnsinnig, denn ich habe die erste richtige Lieferung in diesem Jahr bekommen, also die erste Lieferung im Jahr 2022. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Die möchte ich mit euch zusammen auspacken, möchte ich euch zeigen. Wir haben 11.14 Uhr. Ich muss um 11.45 Uhr am Kindergarten sein. Also ich hoffe, dass ich es zeitlich alles schaffe. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. In meiner wunderschönen Tasse. Ich war nämlich den ganzen Vormittag unterwegs und gerade als ich heimkam, kam der UPS-Mann. Ein Päckchen habe ich hier, das ist schon offen. Und zwar sind da Düfte drin, die zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf, denn die kamen schon vor ein paar Tagen. Warum die nicht zu der Lieferung gehören, hat ganz einfach den Hintergrund, das hier ist ein Club-Abo. Das ist ein... Es war ein einmaliges Club-Abo, das heißt, hier sind Düfte für meine Kunden drin. Und das sind Düfte, die ihr so nicht bestellen könnt, sondern die sind nur über den Sensi Club erhältlich. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist oder wie das funktioniert, ich habe da vor ein paar Wochen, Tagen, ich weiß es nicht mehr, habe ich ein Video gedreht über das Club-Abo und wie das Ganze eigentlich funktioniert, was man für Vorteile hat und so weiter. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wenn ihr euch jetzt sagt, oh, da ist ein Duft dabei oder es sind zwei Düfte dabei, die sind mega, die gefallen mir und ihr wollt aber kein Club-Abo, wobei, ich muss jetzt nochmal wiederholen, ihr habt da keinen Nachteil, also ihr seid in keiner Abo-Schleife, ihr seid an nichts gebunden, sondern es ist wirklich vollkommen flexibel. Wenn ihr das trotzdem nicht möchtet und ihr habt einen Lieblingsduft, dann könnt ihr euch sehr gern bei mir melden. Denn ich habe ja bestehende Club-Abos und da ist auch der ein oder andere Duft von meinen Kunden mit drin. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, quasi einen Wunschduft damit reinzuwerfen oder auch nochmal ein einmaliges Abo quasi zu machen für die Bring Back My Bar Düfte. Denn diese Düfte, das sind quasi so Special-Düfte und die waren nur für das Club-Abo möglich. Wir hatten ja einmal die Bring Back My Bars, zu denen kommen wir gleich zu der Bestellung. Die konnte man so bestellen und dann gab es eben noch besondere Düfte für den Sensi Club. Und das sind sie jetzt, bevor ich jetzt noch länger drum herum rede. Und zwar haben wir hier einmal Berry of Paradise. Ein super, super, super guter Duft. Ich lasse die jetzt zu, weil die gehören meinen Kunden. Und die haben alle die Schutzfolie drauf. Dieser Duft, den habe ich schon geschnuppert, also wie der Name schon sagt, Berry of Paradise, das ist ein super bäriger, süßlicher Duft, also für alle, die es bärig mögen, ich wiederhole mich, ist der Duft auf jeden Fall was. Ich finde, der hat auch so einen vanilligen Hauch auch noch, aber das ist wie gesagt Ansichtssache. Und diese Düfte, die ich euch jetzt hier zeige, die könnt ihr eben noch... Hey, mein Kater hat wieder irgendein Problem, das macht er hin und wieder. Vielleicht ist irgendwo eine Katzendame draußen unterwegs, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr euch diese Düfte noch in euer Club-Abo packen. Dann habe ich zweimal dabei den Apple Crush. Den kenne ich jetzt persönlich gar nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass er richtig gut nach Apfel riecht. Rein von der Verpackung her würde ich sagen, nach frischem, knackigen, grünen Apfel. Solche Düfte mag ich ja auch echt gern, vor allem jetzt, so nach der Weihnachtszeit, wo man diese schweren, zimtlastigen Düfte hatte. Bin ich ja schon so ein Fan, habe ich auch schon ganz oft gesagt, von frischen Düften. Zitrusdüfte liebe ich sowieso alle, also ich finde unsere Zitrusdüfte alle echt mega. Da kommt übrigens noch einer und zwar Lime and Sugarcane. Der ist auch sehr, sehr gut, also ich muss definitiv auch mein privates Club-Abo noch überarbeiten, solange diese Düfte verfügbar sind. Denn den hier, den gab es, als ich bei Sensi angefangen habe. An den kann ich mich noch erinnern und der ist auch echt lecker. Dann haben wir Chocolate Coconut and Cream. Nee, Chocolate Coconut Cream. Den kenne ich auch nicht, aber ich denke, der ist vielleicht so ähnlich wie Häagen-Dazs Mack. Also ja, er wird schokoladig, Kokosnuss. Okay, meine Katze räumt wahrscheinlich irgendwas um. Genau, und dann haben wir noch einmal Almond Cream. Den Duft kenne ich auch. Der riecht nach Mandel, Amaretto, so die Richtung würde ich sagen. Also es ist auch ein sehr, sehr leckerer Duft,
Aber für mich persönlich geht er jetzt mehr so, ja, jetzt geht er noch, also so Januar, Februar, Herbstzeit. Und ja, so für den Sommer wäre jetzt für mich nichts. Aber ich habe tatsächlich auch Kunden, die legen sich Vanilla Bean Buttercream im Sommer in die Lampe, weil sie es einfach toll finden. Also die Geschmacks- oder Duftempfindungen sind da einfach wahnsinnig verschieden. Und das muss natürlich auch jeder selbst für sich entscheiden, ne? Wenn ihr Sensi noch gar nicht kennt und gar nicht wisst, von was ich hier rede, ich bin jetzt aktuell wieder ganz fleißig am Pröbchen schmelzen, am Schnupperpost fertig machen, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach bei mir melden und bekommt von mir dann quasi so eine kleine Duftpost, wo ihr einfach die ganzen Infos über Sensi habt, einen Katalog, ein paar Duftpröbchen. Genau, also das hier waren, wie gesagt, die Düfte, die ihr aktuell nur über den Club bekommen. Die sind so nicht bestellbar und sind auch nicht mehr im Sortiment. Ob die irgendwann auch mal jemals wiederkommen, das kann man jetzt aktuell auch nicht sagen. Das weiß niemand von uns. So, machen wir mal weiter. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Jetzt wackelt wieder das ganze Handy. Mit meiner Billighalterung, die ich da habe. Ich muss ja sagen, dass ich ja eine total tolle Kamera bekommen habe von meinem Mann und ich tatsächlich noch keine Zeit hatte, mich wirklich damit zu befassen, weil sonst wäre vielleicht die Qualität meiner Videos auch ein bisschen besser. So, genau, hier sind die Bring Back My Bar-Düfte drin, zumindest ein Teil, also die Düfte, die von meinen Kunden bestellt wurden. Hier sind keine Düfte drin. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich hoffe, sie sind in dem anderen Karton. Denn hier ist was drin. Wie gesagt, der ein oder andere von euch weiß Bescheid. Oder es wissen ganz, ganz viele von euch Bescheid. Wir stehen vor dem Saisonwechsel und ich brauche natürlich als Beraterin, ich sage jetzt mal, ganz viel Material, um gut in die neue Saison zu starten und meine Kunden auch über die neuen Produkte zu informieren. Das heißt, ich muss meinen Dufttester anpassen und ich brauche natürlich neue Kataloge. Und ich zeige sie euch noch nicht. Ich zeige sie euch jetzt bewusst noch nicht, denn wir haben heute, ich glaube, den 13. Januar und ich möchte einfach nicht vorgreifen, denn wir haben den Monat noch so viele tolle Angebote. 10% aufs ganze Sortiment, die Valentinskollektion, unsere Bring Back My Bars, wo ich gerade dachte, die sind hier drin. Deswegen seht ihr nur die Rückseite von den Katalogen. Aber wer jetzt sagt, oh, ich möchte einen neuen Katalog und mich interessieren neue Düfte, der darf sich jetzt gerne schon bei mir melden. Dann setze ich euch mit auf die Liste für all diejenigen, die quasi Ende Januar von mir den neuen Katalog mit ein paar Duftpröbchen im Briefkasten haben. Also so viel schon mal dazu. So, und jetzt habe ich hier ein Paket, das ist echt wahnsinnig schwer und deswegen dachte ich eigentlich, dass da die Kataloge drin sind. Und ich hoffe, dass ich jetzt da auch unsere Düfte verstecken. Wir machen das mal schnell auf. Der ist immer falsch rum hin. Weil die Adressdaten müssen jetzt nicht unbedingt sein, dass die für jeden ersichtlich sind. Versteckt. So. Zweite Seite. Dann packe ich erstmal die Kataloge noch aus, die hier noch drinnen sind. Da wartet nämlich dann heute Arbeit auf mich. Da freue ich mich. Ich warte nämlich schon die ganze Zeit. So,
Oh Gott, jetzt fällt gleich mein Stapel. Ups. So, ich habe mich natürlich gleich eingedeckt. Muss hier mal mehrere Stapel machen, weil sonst fallen mir die um. Und dann habe ich hier auch noch natürlich einiges an Testern. Die kann ich aber eigentlich noch im Karton lassen. Wie gesagt, wir bekommen neue Düfte. Das heißt, wir bekommen komplette Duftneuheiten. Katzen freuen sich übers Papier. Ich habe gerade 3 Stück hier rumspringen. Wenn die Kinder nicht da sind, sind die Katzen da. Genau, also wir bekommen Duftneuheiten, komplett neue Düfte, die noch nie da waren. Auf die bin ich wahnsinnig gespannt. Die werde ich auf jeden Fall schon schnuppern. Und sobald ich sie als Wachs, also als Bar da habe, werde ich sie natürlich für euch schmelzen. Und wir bekommen natürlich komplett neues Sortiment, passend zu Frühlingssommer. Und ich freue mich. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Also auf die Bestellung habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das heißt, ich werde heute auch definitiv noch Etiketten erstellen für die Kataloge, dass die alle gelabelt werden sozusagen. Ich möchte heute noch Duftproben gießen, also ich möchte quasi schon komplett in die Vorbereitungen gehen, damit diese ganzen Kataloge pünktlich bei euch sind, Ende des Monats, damit ihr dann zum Monatswechsel euch durch den Katalog blättern, schnuppern könnt, wie auch immer. So, und jetzt habe ich auch den Karton, den ich eigentlich gesucht habe. So. Und ich bin sehr froh, dass ihr jetzt hier die Umgebung nicht seht, weil hier ist jetzt alles voll mit Kartons, mit Packpapier. Und jetzt zeige ich euch hier noch, da ist auch der ein oder andere, wo ich mal reinschnuppern möchte und auch die Erlaubnis habe. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich die Erlaubnis habe, weil die gehören meiner Mama. Also meine Mama hat ein paar Düfte mitbestellt. Und da gehe ich einfach fest davon aus, dass es für sie in Ordnung ist, wenn ich da mal reinschnupper. So. Noch mehr Papier. Wie gesagt, wir haben hier immer echt viel Packpapier drinnen. Und manche von euch, die entweder selber über meine Webseite bestellen oder auch bei mir bestellen, die bekommen natürlich auch dieses Papier. Aber ich muss sagen, es ist auch notwendig. Wir verschicken hier wirklich... Okay, ich muss die Katzen, glaube ich, mal aus dem Wohnzimmer verbannen, aus der Küche, denn sonst habe ich hier keine Ruhe, wenn die mir hier jetzt alles auf den Kopf stellen. So, eine. Die andere ist schon raus. Also, wie gesagt, vielleicht ist jetzt der ein oder andere, der dann sagt, ja, aber so viel Papier und die Umwelt. Wie gesagt, es ist ja Papier, es ist ja kein Plastik oder so und es ist einfach notwendig, dass die Produkte einfach heil ankommen. Also die haben einen sehr, sehr langen Lieferweg und da soll ja auch nichts kaputt gehen, gerade jetzt bei Lampen und so weiter. Aber ihr müsst ja dieses Papier auch nicht wegwerfen, also ich sammle das tatsächlich auch, ich lege das zusammen und sammle das, denn ich benutze es zum Weiterverschicken, um meine Sachen einzupacken. Und man kann dieses Papier aber auch einfach glatt machen. Und wer Kinder hat, die freuen sich wahnsinnig über riesengroße Malfläche quasi. Und man kann hier wirklich viel damit eindecken und die Kinder drauf malen lassen. Jetzt wirklich einfach mal so. Also machen tatsächlich viele und ich wollte das einfach auch mal anmerken, weil man immer sieht, wie viel Papier wir eigentlich aus den Kartons rausholen. So, ein Teil der Bring Back My Bars und wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben hier ein paar, die sind nicht Bring Back My Bar. Die zeige ich euch gleich mal. Als erstes habe ich, glaube ich, sind nur 2. Nein, 1, 2, 3. Hier. So, und der Rest ist Springback My Bar. Also, wir haben hier einmal Zitrusdüfte, also meine geliebten Zitrusdüfte, wie ich euch schon gesagt habe, die gehen bei mir Herbst, Sommer, Frühling, Winter. War eine falsche Reihenfolge, oder? Egal. Diese Düfte, finde ich, kann man immer... Oh Gott,
kann man immer in seine Lampen packen. Egal welche Jahreszeit, und ich finde es einfach toll. Ich finde es toll, wenn man in ein Haus kommt, wo es einfach angenehm, frisch, nach Zitrus riecht. Ich finde es mega. Und das hier sind sogar eine meiner Favoriten. Und Lemon Squeeze, den gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe ihn ja im Abo, habe ich auch schon ganz oft erwähnt. Ich bin sehr, sehr froh, diesen tollen Duft im Abo zu haben. Und hier haben wir jetzt einmal Iced Citrus. Den könnt ihr den noch bestellen? Doch, klar, den könnt ihr bestellen. Natürlich, der ist noch im Sortiment. Genauso wie Lemon Sorbet. Lemon Sorbet, mega Duft. Auch im Badezimmer. Echt, der ist total lecker. Also wie Zitroneneis. Ne? Also der ist echt toll. Und wie gesagt, ihr bekommt 10% Rabatt den Monat noch auf die Düfte. Also wenn ihr jetzt hier einen Duft seht, der euch gefällt, dann würde ich euch tatsächlich raten, euch doch da noch einen 6er-Pack zu kaufen diesen Monat. Denn da hat man wirklich auch die meiste Ersparnis und es lohnt sich wirklich, sich da mit den Lieblingsdüften einzudecken. Website findet ihr wie immer in der Infobox. Genauso wie die E-Mail-Adresse, wenn ihr Schnupperpost möchtet oder Fragen zu den Produkten habt. So, dann haben wir Just Breathe. Das ist ein Duft, ich sage immer, das ist mein Erkältungsduft. Den gibt es ja auch in dem Video auf YouTube von mir, und zwar in unserem Roomtour-Video. Da waren die Kinder alle erkältet und da habe ich eben einen Würfel Just Breathe in die Lampe. Ist natürlich um Gottes Willen kein Gesundheitsprodukt oder sonst irgendwas. Aber ich persönlich habe einfach das Gefühl, wie der Duft schon heißt, also einfach durchatmen. Ich habe einfach das Gefühl, mit diesem Minze, mit diesem Frische, also habe ich das Gefühl, dass es sich leichter tut, wenn man sehr verschnupft ist. Ich finde ihn sehr angenehm. Einfach auch so in der kalten Jahreszeit. Wie gesagt, mir persönlich würde er jetzt im Sommer auch nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber so in der kalten Jahreszeit, gerade wenn man erkältet ist, habe ich den echt gern mal in der Lampe. Dann haben wir hier einmal Sweet But Feisty, denke ich, heißt das. Und zwar ist das ein Duft aus der Glamorous You Kollektion. Und der ist, glaube ich, aktuell noch in der Schatztruhe. Also ich habe den hier in der Schatztruhe mitbestellt. Für, ich glaube, 5,95 Euro. Müsst ihr mal gucken. Und der ist echt richtig, richtig gut. Also ich bin erstaunt, dass es die noch gibt. Ich habe die ja auch alle hier gehabt, die Glamorous You Düfte. Wir haben sie aber schon verbraucht. Und der war echt richtig lecker. Und dann haben wir noch The Mandalorian. Star Wars. So, jetzt musste ich abbrechen, weil die Post vorgefahren ist. Also wir sind stehen geblieben bei The Mandalorian. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Star Wars Duft ist, weil ich gar nicht der Star Wars Marvel, was weiß ich, was Adventures, ich kenne mich da gar nicht aus, es ist nicht meins. Aber der Duft ist echt gut, also der ist echt toll. Der wird auch gleich an meine Kundin weitergeschickt, denn die wartet schon ganz lange auf ihn. Und der ist natürlich, also das ist ein lizenzierter Duft, auf lizenzierte Produkte habt ihr keine 10% den Monat, also die sind tatsächlich davon ausgeschlossen, sondern betrifft nur unser normales Sortiment. Genau. Aber der ist auch noch bestellbar, den könnt ihr euch auch noch kaufen. So, hier bricht das Chaos auf meinem Tisch aus. Jetzt kommen wir noch zu den Bring Back My Buzz. Ich habe einen vergessen. Lemon Verbena, der dritte im Bunde der Zitrusdüfte, kann ich euch auch mega empfehlen. Super guter Duft und einer meiner Favoriten für den Sommer. Vor allem auch als Duftpot, also im Sensi Go, mega, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und der war auch noch dabei. Also ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr auf Zitrusdüfte steht, könnt ihr euch quasi ein Spaßset zusammenstellen aus diesen drei Düften. Dann habt ihr alle drei Zitrusdüfte und ihr spart Geld. Und zwar kosten die normalerweise 24,50 Euro und ihr spart bei diesen 24,50 Euro nochmal 10%. Da es eine Sparkombi ist, spart ihr sowieso schon. Also es ist eine tolle Geschichte für alle, die den Monat noch bestellen möchten. So, jetzt aber zu den Bring Back My Buzz. Ich glaube, die normalen habe ich alle raus. Und ich sehe jetzt schon, dass mir hier Düfte fehlen. Und mein Zettel, oh, Chaos hier. Gut, den suche ich dann in Ruhe, und zwar habt ihr ja immer so einen Lieferzettel und da könnt ihr auch überprüfen, ob was in Nachlieferung ist. Und ich sehe jetzt schon, dass der Duft, ich wollte jetzt sagen, dass der Duft Blueberry Cheesecake nicht dabei ist, aber ich glaube, der ist in der Bestellung, die morgen kommt. Morgen kommt nämlich schon die nächste, und zwar eine richtig tolle große Bestellung, die zeige ich euch natürlich auch.
Habe ich mich wahrscheinlich vertan, dann ist er da dabei. Und dann schnuppern wir morgen zusammen, weil dann sind das alles Kundendüfte und die lasse ich einfach zu. Genau, weil die, wie gesagt, alle die Schutzfolie haben, hin und wieder kann es mal vorkommen, dass ihr zum Beispiel den Duft des Monats bekommt und der hat dann keine so eine Schutzfolie drauf. Im Übrigen ist das auch nur in Deutschland, also in den USA haben die dieses gar nicht drauf. Also nicht wundern, wenn der Duft mal ohne ankommt, das kann durchaus sein. Aber die gehören jetzt, wie gesagt, allen meinen Kunden. Und dann schnuppern wir morgen gemeinsam an der Bestellung. Aber ich zeige sie euch trotzdem. Und zwar zeige ich euch mal, was ganz oft bestellt wurde. Und ich glaube, habe ich mir welche mitbestellt. Ich kann es euch nicht sagen. Die Woche ist bei uns einfach so wahnsinnig chaotisch. Ich bin kaum zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, versuche ich irgendwie meine Sensi-Sachen ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Aber ab nächste Woche wird es wieder entspannter. So, und ihr seht hier schon, den Favoriten ist Johnny Appleseed und dieser Duft bleibt auch definitiv in meinem Club-Abo, denn den habe ich verpasst, beziehungsweise als es den das letzte Mal gab, da gab es noch kein Club-Abo und der ist mega. Ich liebe den ja auch als Putzmittel, also mein Counterclean und mein Badreiniger habe ich sehr oft in der Duftrichtung Johnny Appleseed und der riecht nach frisch gepressten Apfelsaft. Also ein mega leckerer Duft, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ihr könnt übrigens auch die Bring Back My Bars als Sparkombi kaufen. Eben als Dreier-Set oder als Sechser-Set. Wie gesagt, bei 6 Stück habt ihr die größte Ersparnis. Und Johnny Appleseed, absolut toll. Nicht umsonst unter den Gewinnern der Bring Back My Bar-Düfte, also die Düfte, die quasi zurückgewählt wurden. So, die rutschen wir gleich mal auf die Seite. Dann ein Duft, auf den ich wahnsinnig gespannt bin, und da schnupper ich rein, weil da gehört einer mir, ist Cherry Vanilla, wurde auch dreimal bestellt. Und wenn ich schon höre, Kirsche und Vanille, dann entspricht es schon komplett meinen Vorstellungen. Und ich kenne ihn noch nicht, also der war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der lecker. Also, wow, also ich bin überrascht. Ich hatte schon mal Bring Back My Bar-Düfte, wo ich mich voll drauf gefreut habe. Und dann habe ich mir aber einfach einen anderen Duft drunter vorgestellt. Es war zum Beispiel der Duft Bananas. Der ist in der aktuellen Abstimmung auch wieder mit dabei. Ihr könnt ja wieder neue Bring Back My Bars wählen. Und da ist Bananas mit dabei oder Bananas. Und der hat für mich zu künstlich gerochen. Der hat mir nicht gefallen. Aber wenn ihr Kirsche mögt und Vanille mögt, um Gottes Willen, bestellt euch Cherry Vanilla und am besten gleich im Paket. Werde ich definitiv heute Abend nachbestellen. Ich bestelle ja heute Abend nochmal und er kommt ins Abo. Der ist mega. Also es überwiegt der Kirschduft, aber ihr habt diesen Hauch Vanille und der ist mega lecker. Also absolute Empfehlung jetzt, wo ich geschnuppert habe. Sehr, sehr guter Duft, gerade jetzt auch für Frühling, Sommer. Also echt super lecker. Dann haben wir Black Cherry Bourbon. Zweimal den Duft kenne ich und den kann ich euch auch empfehlen. Der wurde auch von vielen gesucht, als er dann aus dem Sortiment ging. Und die haben dann als Ersatz Simply Black Cherry genommen. Aber der ist einfach, also, oh mein Gott, jetzt kam ein System-Update auf dem Handy. Und ich dachte tatsächlich, weil ich ihn nur noch wenige Minuten habe, ich dachte, jetzt das Video ist gelöscht. Okay, also Black Cherry Bourbon, auch ein Duft für alle, die natürlich auf Kirsche stehen. Dunkle Kirsche und man riecht auch diesen Bourbon ein bisschen raus. Also ich finde ihn super lecker. Ich finde, es ist ein relativ schwerer Duft, aber sehr, sehr gut. Und das liegt aber auch wieder in der Wahrnehmung. Also jeder nimmt es anders wahr. Ich kann auch nur immer wieder darauf hinweisen, wenn ihr euch durchs komplette Sortiment durchschnuppern möchtet, schreibt mir eine E-Mail oder kommentiert unter dem Video oder meldet euch irgendwie bei mir. Ihr könnt sehr, sehr gern eine Schnuppertasche von mir ausleihen, wo ihr das komplette Duftsortiment durchschnuppern könnt. Also das sind alle Düfte drin, die wir im Sortiment haben. Gerne auch in Verbindung mit einer Testerlampe. Wie gesagt, bei Sensi ist eigentlich alles möglich. Ihr müsst euch einfach nur melden. Genau. Dann haben wir noch Fiesta Lime. Auch einer meiner Favoriten. Also ich sage ja nicht umsonst, sind das die Gewinnerdüfte. Da kann eigentlich gar kein schlechter dabei sein. Fiesta Lime war in der Sommerkollektion 2020, glaube ich.
Sehr, sehr, sehr lecker. Wir hatten ihn dann auch als Putzmittel eine Zeit lang und als Duftpotz und ich hatte alles. Ich war schwer begeistert. Es ist auch ein Zitrusduft. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Er ist einfach lecker. Er erinnert mich an Sommer, an Urlaub, Auszeit, Sommergefühle. Also er ist echt toll, richtig toll. Es sind absolute Duftempfehlungen, die ihr hier gerade seht. Und wenn ihr alle Bring Back My Bar Düfte sehen möchtet, dann geht auf meine Website und dort findet ihr alle Gewinner. Und wie gesagt, es kann eigentlich kein schlechter dabei sein. Dann haben wir noch Couscous-Tart Apple. Ich denke, man spricht es so aus. Also auch ein Apfelduft. Und der riecht schon durch die Packung durch. Also frischer, grüner Apfel. So wie ich den Apple Crush mir auch vorstelle. Also ihr merkt schon, es sind auch Düfte, die wirklich auch sommergeeignet sind. Fruchtige Zitrusdüfte. Hier ist jetzt nichts Schweres, Zimtiges oder was weiß ich was dabei. Also man kann hier wirklich unbesorgt zuschlagen. Und zu guter Letzt haben wir den Mediterranean Spa. Der wird beschrieben mit frischer Luft, glaube ich. Also ich bin echt gespannt. Und der wurde jetzt bei meiner anderen Bestellung noch sehr oft nachbestellt. Hier ist er jetzt nur einmal dabei. In der anderen, glaube ich, sechsmal oder so. Also, oh ja. Oh ja, also der ist wirklich angenehm. Der Duft erinnert mich jetzt, oder erinnert mich nicht, aber den Duft, wenn ich rieche, würde ich jetzt sagen, Urlaub, Palmen, Strand, Meerluft, Meeresluft, frische Luft, Entspannung. Also sowas kann ich mir wahnsinnig gut auch im Bad vorstellen, wenn man vielleicht so ein schönes Bad hat, so ein Wellnessbad oder einfach mal zum Abschalten, kann ich mir den sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Unsere Bring Back My Bar Düfte sind übrigens nur noch erhältlich, solange der Vorrat reicht. Das heißt, es kann jeden Tag sein, dass einer von denen weg ist, das Sortiment verlässt. Oder ihr sichert sie euch im Club-Abo. Wie gesagt, alle Düfte, die ihr euch ins Abo packt, werden für euch hergestellt, solange wie ihr sie da drin habt, solange wie ihr sie haben möchtet. Ich liebe unser Abo, ich möchte es nicht mehr missen. So, und ich muss jetzt zum Kindergarten ganz dringend, muss meine Jungs abholen und dann muss ich hier das Chaos beseitigen, weil es sieht aus. Genau, und dann geht es für mich, wie gesagt, an die Vorbereitung, Kataloge, Label, Duftprübchen, Schnupperpost, Duftpost. Ich freue mich wahnsinnig. Und ich denke, dass morgen schon das nächste Video kommt, denn wie gesagt, morgen warte ich auch auf eine Lieferung. Und dann hören wir und sehen wir uns wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Produkte haben euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis bald.